Leute, was geht? Ich bin euer Delta K und wir spielen Remember Me TM. Okay. Das ist von Capcom. Die Entertainments. Jawohl, wir spielen Remember Me, meine lieben Freunde. Okay, wir hüpfen jetzt einfach mal rein, bevor das Ganze nochmal losgeht. Ihr habt es jetzt schon ein bisschen gesehen. Sieht interessant aus, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Wir spielen das Ganze mit dem Controller. Handelsüblich. Bei eurem elektronischen Fachmarkt eures Vertrauens natürlich. Kann man so etwas erwerben. Gut, wir spielen einfach. Dieses Spiel speichert automatisch, bla bla bla. Fortsetzen, bitte. Wir gehen in die Optionen. Spieleinstellungen. Schwierigkeit. Oh. Wir lassen ihn mal so, wie er ist. Untertitel. Ah, ich weiß nicht. Lassen wir raus. Was? Erroristenagent. Ach, wir lassen es einfach so, wie es ist. Videoeinstellungen. Nee, fällt mir ja nicht. V-Sync möchte ich nicht haben. Was ist das denn? HQ Super Sampling an aus für leistungsstarke Rechner. Ist mein Rechner leistungsstark? Wir werden es herausfinden. Oh. Anti-Aliasing, ja, machen wir einfach hoch. Grafikeinstellungen hoch. Wir machen es einfach. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Audio. Ja, kann man so machen. Ja, Steuerung werde ich herausfinden beim Spielen. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir an. Es spielt wohl im Jahre 2084 oder so. Ja, eine Herausforderung für regelmäßige Spieler. Okay, nehmen wir das mittlere. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus,
Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier. Und hier. Episode 0, Freunde, Episode 0. Wiedergeburt. Neustart. Ja, tolle Gegner, das ist Hageruf. Blablabla. Sensen. Okay. Sensen. Ich lese da eine Sense. Das Sensenmenü. Oh. Ein Splatter, sag ich euch. Gedächtnis gelöscht. Sensen erwartet neue Gedächtnisdaten. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Also das Gedächtnis von mir. Guten Tag. Den Kopf heben bitte. Okay. Ich hab doch den Kopf gehoben. Danke. Bitte aufnehmen. Was machen wir? Capcom Presents. Bitte der orange-farbene Linie zur nächsten Aufgabe folgen. A Don't Not Entertainment Production. Alter. Sieht da gar nicht übel aus. CEO. Oscar Goody Bird. Ich erinnere mich an nichts. Es sieht schon ziemlich geil aus. Erinnert mich ein bisschen an Soma damals. Dieses Friemeln. Das ergibt keinen Sinn. Was ergibt denn keinen Sinn? Wir heißen Lillin? Habe ich das richtig verstanden? Oh. Ich soll mich hier einwohnen.
Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Scheiße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will mich da gar nicht reinsetzen. Nellen, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nellen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Lass mich nicht allein. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Bitte bleib in der Schlange. Jetzt sind sie aufgewacht. Nellen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Die Tür. Geh runter durch. Schnell! Was heißt schnell? Ich bin langsam. Hallo, mein neuer Anzug. Oder doch? Ich will ihn anziehen. Okay, ich kann ja nichts machen. Schade eigentlich. Gut. Geht ganz gut los, wenn ihr mich fragt. Also, mir gefällt das bis jetzt. Unbeaufsichtigter Patient in Sperrgebiet. Zwangssicherungseinheit entsandt. Scheiße. Scheiße. Das geht ja gut los. Scheiße. Will ich irgendwie rennen oder so? Die Passage rechts von dir. Nimm sie. Jawohl. Krasser Roboter, Alter. Steh auf, du musst weiter. Die Alte hat keinen Bock mehr, versteh das. Okay. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Horrorspiel. Ich glaube eigentlich nicht. Stand er da Action. Story-mäßig. Voll am Start. Freunde. Wo bin ich? Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach! Biohazard. Was für eine Kiste? Doch hier eine Kiste. Was ich tue, lehrt mich. Wonach ich suche. Okay. Sehe ich ein. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, ich weiß nicht mehr welche. Nellen, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt lege ich ihn im Sarg.
Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Millen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Erroristin. Wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Episode 1. Lausiges Leben, lausige, habe ich nicht lesen können. So schnell geht das, Mensch. So schnell. Die Sensen-Menütechnik. Es ist sehr wichtig. Slum 404, Neo Paris. Sonntag, 17. September 2084, 7.18 Uhr, meine lieben Freunde. Ich sollte das nicht immer alles vorlesen. Creeps, Alter. Bruder, am Leben? Was ist mit seinem Nackending los? Häuste und Nägel. Ein neues Spiel. Geteiltes Leid, jetzt! Schau! Angst ist ein weg! Ein neues Wir! Dunkler Schmerz! So lange suchten wir! Hallo! Hallo! Tränen und Lächeln! Schwester? Wie wär's mit Freund? Ich bin keiner von euch, hä? Deswegen? Muss ich jetzt kämpfen, ja? Verwenden Sie L und A, um auszuweichen. Ich will dich nicht bekämpfen! Du musst, Nellen, die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions. Alter, wir sollen unsere Impressions nutzen. Combo Lab. XX. Geil. Ihre Kombos links können durch die freigeschalteten Impressions rechts angepasst werden. Der erste Slot in ihrer Kombo kann nicht verändert werden. Kraft, Presse. Aha. 3-Schritt-Kombo mit den 2 Kraftübungen. Ja, das machen wir natürlich. Packen wir das da hin. Und dann packen wir das da auch noch hin. Und schon haben wir eine 3er-Kombo, yo. Okay. Machen wir das mal. Bäm, Alter. Hat er gegeben? Die dynamische Kombo... Was? Die dynamische Kombo-Anzeige liefert Ihnen Echtzeit-Feedback zu den ausgeführten Kombos. Ja, das ist doof. Das ist gefährlich. Alter, ich wurde geschlagen.
Alter, ich habe PMP gesammelt, was auch immer das ist. Was sind die? Liper. Elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die erroristische Sache. Wer ist da? Geiler Shit. Das Kampfsystem ist okay, würde ich sagen. Kampf 8 Y ist treten, okay. Das Springen. Hier kann ich nichts machen. Da auch nichts. Okay, kann man konzentrieren. Okay, Leute, da würde ich erstmal sagen, das sollte es erstmal gewesen sein für die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Ja. Lasst doch auch ein kleines Feedback da zum neuen Projekt. Wir gucken mal. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und dann würde ich sagen, ciao. Euer Detake. Tüdelü. Freunde, tüdelü.